Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F2 2020 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Unsere nächste Station führt uns nach Österreich und ja, das erste, was wir machen, ist natürlich den Blick auf den Wetterbericht werfen. Da sehen wir, es ist nur bewölkt im Blitzqualifying, das ist okay. Wie sieht es denn im Hauptrennen aus? Ja, bewölkt, Sonnenschein und im Sprintrennen starten wir beim Regen. Oh lala, okay, wird dann aber auch trocken. Also das Sprintrennen verspricht jetzt schon mal das Interessanteste zu werden, zumindest mal was das Wetter betrifft. Okay, interessant. Okay, aber ich glaube, ich werde nichts an Setup ändern. Ja, also wie für dich, so auch für mich ist hier das der erste Blick auf den Wetterbericht, weil ich ja das Training nicht mehr mache, um eben diesen komischen Reifenbug zu entgehen. Wer nicht weiß, um was es geht, guckt einfach die ersten beiden Saisonläufe an. Da gab es so im Sprintrennen so einen Reifen-KI-Bug. Den kann man umgehen, indem man einfach die Trainingssession weglässt. Wir steigen hier immer direkt rein ins Blitzqualli und ich bereite mich halt ja nur immer für trockene Bedingungen vor. Deswegen ist das immer dann auch so eine Überraschung. Aber in der Regel kann man eigentlich die Setups, die ich mache, auch im Regen verwenden. Man muss dann nur je nachdem vielleicht einen Flügel mehr fahren oder so. Aber das mache ich jetzt, glaube ich, nicht, auch wenn ich relativ wenig Flügel fahren möchte. Wir werfen da direkt auch den Blick aufs Setup. Das muss man natürlich erstmal laden. Wo haben wir es denn hier? Habe ich es vorbereitet. Wir fahren 5-4 Flügel. Es könnte sogar sein, dass die Konkurrenz sogar nochmals weniger fährt. Wobei, ja, mal gucken. Finden wir raus, ob sie tatsächlich weniger fahren oder gleich viel oder mehr, wie auch immer. Man hat halt in Österreich 3 sehr lange Geraden und da macht es schon Sinn, auch auf weniger Aero zu setzen. Aber ich finde, gerade beim Formel-2-Boliden sollte man nicht unterschätzen, wie viel Zeit man halt auch in den Kurven rausholen kann. Und deswegen finde ich, so 5-4 war für mich der Sweet Spot, zumindest mal im Hotlap-Modus. Da bereite ich ja die Setups vor. Ansonsten basiert das Setup größtenteils auf dem Spanien-Setup. Das hat da ja ganz gut funktioniert. Wir fahren einen Tick weniger Frontstabi, einen Tick härtere Radaufhängung hinten. Aber sonst ist es eigentlich identisch. Und deswegen würde ich auch sagen, verlieren wir da gar nicht so viel mehr Zeit. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein ins Blitzqualli. Und dann schauen wir mal, was ich in dieser einen Runde hinbekomme. Ich hoffe, eine sehr gute Startposition. Bisschen zu früh über den inneren Curb. Dritter wurde es, glaube ich, am Ende. Ja, damit kann man leben. Ich habe leider die erste Kurve ein bisschen verkackt. Ein bisschen zu früh. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Markelov, Matsushita und Mick Schumacher. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt schauen wir gespannt auf das Rennen. Schalten Sie also auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ja, ich habe die erste Kurve ein bisschen verkackt, ein bisschen zu früh eingelenkt, dadurch auf einen hohen Curb gekommen. Deswegen wird das Auto ein bisschen unruhig und deswegen konnte ich nicht so ans Gas gehen, wie ich das gerne hätte. Und das hat mir auf jeden Fall Schwung gekostet auf die zweite lange Gerade. Ich habe aber, wie schon gesagt, in den Kurven relativ viel rausgeholt. Das habe ich mir auch schon fast gedacht und waren dann sogar kurzzeitig wieder auf 1, obwohl wir in der Zwischenzeit auch sehr, sehr lang auf Platz 22 in der Prognose standen. Ja, am Ende sind es jetzt 4 Hundertstel, die uns von der Pole Position trennen. Wie gesagt, hätte ich den Fehler wahrscheinlich in Kurve 1 nicht gemacht. Dann
Ja, denke ich mal, wäre sogar Pole Position drin gewesen. Aber ja, Startposition 3 fürs Hauptrennen ist auch auf jeden Fall super. Ja, der Hinweis auch für dich, einfach zwecks der Transparenz, da machen wir jetzt auch keine große Diskussion drumherum. Hier in Österreich fahre ich wieder tatsächlich mit 110er KI-Stärke, also schwieriger geht es definitiv in dem Bezug nicht. Ja, aber jetzt lang genug gequasselt, ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Hauptrennen. Heute steht das Rennen an, hier in Spielberg. Und die Fahrer treffen die letzten Vorbereitungen auf der Strecke, bevor es losgeht. Was für eine beeindruckende Kulisse. Das heutige Rennen wird ihr sicherlich gerecht. Spielberg ist eine der kürzesten Strecken im Formel-2-Kalender. Hier gibt es gerade einmal 7 Rechts- und 3 Linkskurven. Aufpassen muss man in der ansteigenden Bremszone vor Kurve 3, die eine gute Gelegenheit zum Überholen bietet. Die bietet auch Kurve 4 direkt danach und der ganze Weg zurück zu Kurve 1. Die atemberaubenden Berge der Steiermark sind unverwechselbar und bilden eine spektakuläre Kulisse für das heutige Rennen. Wie immer ist unser guter Freund Davide Valsecchi an meiner Seite. Davide, denkst du, dass sich das Drama heute auch auf der Strecke fortsetzen wird? Hallo Alex. Ich denke, das ist garantiert. Österreich war schon immer eine schnelle und einfache Strecke, die die Fahrer zum Überholen und Angreifen animiert. Jedoch bietet der Belag wenig Haftung. Die Fahrer müssen heute da draußen aufpassen, da selbst kleine Fehler am Ende große Auswirkungen haben können. Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung, während die Autos bereit gemacht werden. Artem Markelov startet von der Pole Position. Und Nobuharu Matsushita macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Schumacher, Armstrong, Yuki Tsunoda und Drugovic, Eilert, Tiktum, Samaya, Giuliano Alesi, Daruvela, Giotto, Robert Schwarzman und Sato, Lundgaard, Aitken, Nissany, Ozean Gelael, Deletra und Nikita Mazepin, Piquet und Guan Yu Zhou komplettiert die Startaufstellung. Die Ampeln leuchten und der Countdown beginnt gleich. Also schalten wir zur Strecke. Ja, und unser erster Blick richtet sich auf die Reifen. Da sehe ich nämlich schon, dass vorne rechts der nämlich auf den Softs, nicht auf den Supersoft startet. Deswegen gehen wir ganz kurz mal in die Rennleitung. Und ja, tatsächlich wollen die alle erstmal auf der 1 härteren Mischung starten. Und ja, in der Formel 2 gibt es noch Supersofts. Ja, Softs und Mediums und Hard und so. Das ist halt immer je nach Rennwochenende anders. Hier gibt es jetzt in Österreich Soft und Supersoft. Ja, dann machen wir das mit denen natürlich gleich, um da die gleiche Strategie zu callen. Und wenn wir hier gerade schon im Menü sind, auch nochmal zwei Dinge. Und zwar einmal zum Schaden, denn in Aserbaidschan, ja, wir vergessen es am besten dieses Rennwochenende, bin ich ja einmal eingeplankt, hatte aber keinen Flügelschaden. Da haben ganz viele gefragt, ja, hey, fährst du ohne Schaden? Also zwei Punkte, nein. Einmal hat man gesehen, dass, ich glaube, Giotto, ich weiß es gar nicht mehr, Jan Flügelschaden hatte. Das heißt, wenn die KI Schaden bekommt, also Flügelschaden bekommt, dann haben wir auch den Schaden an. Wenn wir nämlich den Schaden ausstellen, hat die KI auch keinen Schaden. Ja? Deswegen daran hätte man schon erkennen können, nee, halt mal, der Ray hat Schaden an. Ich hatte einfach nur Glück, aber hier auch nochmal der Beweis, ich habe auch nie was umgestellt, so wie ich es am Anfang eingestellt habe. Also Autoschaden ist auf komplett nicht Simulation, weil Simulation ist dann halt doch, finde ich, schon heftig. Ja, ich hatte einfach nur Glück irgendwie, dass der Flügel nicht kaputt ging bei der Aktion. Ja, und hier jetzt nochmal 110. Also nicht, dass ich mir jetzt darauf einen abgehe oder so, einfach nur zwecks der Transparenz. Wir wissen ja, die KI schwankt sehr, sehr stark von Strecke zu Strecke. Und hier in Österreich ist die KI jetzt nicht so stark, zumindest mal nicht in den Kurven, wie man gesehen hat. Also wenn man das Setup ein bisschen mehr auf Kurven, nicht auf Geraden auslegt, dann kann man hier gut Punkte machen. Allerdings, ob das im Rennen auch funktioniert, das finden wir jetzt raus. Wir gehen in die Rennstrategie und dann switche ich das gerade mal kurz um. Wir starten mit denen und gehen auf die Reifen und dann gucken wir mal, können wir vielleicht sogar eine Runde... Ja, ich glaube, das probiere ich mal. Ein Undercut und dann ein bisschen früher die Reifen schon holen. Dann machen wir das mal so. Wunderbar. Dann, ja, genug geschnackt. Wir wollen jetzt endlich mal starten. Wir wollen die Motoren hören. Sehr gut. So, ja, wer die F1-Karriere verfolgt, der weiß, ich habe ja mit den F1-Boliden ja auch mehr Probleme mit dem Start.
So hatte ich jetzt bis jetzt auch mit den Formel-2-Boliden immer ein bisschen Probleme mit dem Starten. Auch hier habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen geübt, die Starts. So 4-5 Starts habe ich mal gemacht. Und ich glaube, ich habe es ein bisschen besser jetzt drauf. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt der super gute Starter bin, aber auf jeden Fall besser als in der Vergangenheit. Und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass ich auch hier einen ganz ordentlichen Start hinbekomme. Formel 2 ist es halt ein schmaler Grat zwischen zu wenig Gas und zu viel Gas. Gibt man zu viel, drehen die Reifen durch. Gibt man zu wenig, kommt man ins Turboloch und dann kommt man gar nicht in den Fleck. Deswegen, man muss da so eine gute Mischung finden. Und das hoffe ich, dass ich das jetzt auch irgendwie hinbekomme. Ja, und ansonsten bin ich mal gespannt, ob diese Tick mehr Flügel als die Konkurrenz, so wie es scheint, wirklich aufgeht. So, die Reifen nochmal warm bekommen. Ran die Kurve 1 rein. Sollten die Vorderreifen auch ordentlich auf Temperatur sein. So, KI übernimmt auch schon an dieser Stelle. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch nur sagen, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist hier bei einer weiteren Folge in dieser Formel 2-Karriere als Mick Schumacher. Hier zum Hauptrennen in Österreich. Toi, toi, toi. Wünsche ich mir selber mal an der Stelle und dir natürlich ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung. So, KI ist ein bisschen verwirrt beim ans Grid fahren, aber das wird schon passen. Also, Konzentration. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Okay, das war kein guter Start. Also, das habe ich bei der Probe besser hinbekommen. Ich bin ein bisschen zu früh in den zweiten. Und dann kam ich in das Turboloch. Ja, das war jetzt... Ja. Es war der Vorführeffekt. Es war der Vorführeffekt. Es war einfach der Vorführeffekt. Ich bin zu früh in den zweiten. Dann kam ich ins Turboloch. Dann kam der Turbo-Punch. Dann kam das Auto quer. Und dann, ja. Upsala. Und dann, ja. Alles, was danach kam, war halt einfach nur dumm. Kurve 1 mal richtig verkackt. Ray. Ja, aber zu solchen Fehlern muss man auch stehen. Ja, das ist natürlich super bitter. Jetzt bin ich hier natürlich ganz hinten. Ja, das war der Vorführeffekt. Also ich habe direkt gemerkt, oh fuck, ich bin zu früh in den zweiten. Ja, jetzt haben wir halt ein bisschen ein Problem. Aber jetzt mal gucken. Jetzt hängen wir halt hier. Oh Gott, ey, weißt du. Gut, immerhin nicht eingeschlagen, aber. Okay, not a great start. Let's get back on track. Ja, komm. Ja, jetzt haben wir halt. Weil ich jetzt halt echt auf den Geraden nicht so schnell bin. So ein bisschen Körper kann man attackieren. Okay, komm, jetzt anstrengen. Und vielleicht irgendwie es trotzdem nochmal nach vorne schaffen. Never give up. Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, ja, start doch neu oder nimm doch die Rückblende. Nö, das war mein Fehler. Dazu muss man stehen. Sowas kann halt mal passieren, sollte natürlich nicht. Und ärgert mich auch irgendwo, aber... dazu und deswegen, da wird nichts zurückgespult oder neu gestartet. Alle, die schon ein bisschen länger hier auf dem Kanal dabei sind, wissen das auch. Jetzt muss ich auch zeigen, was ich kann. Dass man auch durch solchen Fehler nicht direkt aufgibt, Flinte ins Korn schmeißt, sondern weiter pusht.
bisschen aufpassen, dass der da keinen Angriff macht. Oh Gott, sind die hier langsam? Okay. Da staut sich ein bisschen mehr als gedacht. Gut zu wissen auf jeden Fall. Da können wir auf jeden Fall einen Angriff dann gleich setzen, dass sie da ein bisschen langsamer werden. Problem ist, dass jetzt hier Marzipin halt natürlich das gleich ausnutzen möchte zum Pondern. Aber besser halt als ein Unfall. Ja, das ist jetzt halt doof. Aber das ist halt Formel 2. Auch da hinten ist es natürlich ein harter Kampf. Diesmal ist der Abstand nach vorne ein bisschen größer. Das heißt, wenn da jetzt kein Angriff kommt, dann dürfte ich ganz normal anbremsen können. So, Sonne kommt auch schon ein bisschen raus. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt mal ein etwas anderes Rennen als bisher in der Karriere. Für gern habe ich das ganz sicherlich nicht gemacht. Aber ist auf jeden Fall eine gute Herausforderung mal. Ja, Speed ist da, das ist gut. Umso ärgerlicher natürlich, dass wir jetzt hier hinten festhängen. Ah, weißt du, ärgert mich das jetzt. Ja, ich habe einen Start geübt. Und den verkackst direkt natürlich. Verbremst sich, das ist meine Chance hier reinzustechen. Passen. Also bis zu Platz 10 gibt es im Hauptrennen Punkte. Die ersten 8 werden fürs Sprintrennen in umgedrehter Reihenfolge starten. Also natürlich das eine Ziel, in die Punkte zu kommen. Also Top 10 wäre schon geil, wenn ich das am Ende noch irgendwie hinkriege. Noch geiler wäre natürlich dann mindestens auf Platz 8 zu fahren. Dann hätten wir die Pole Position im Sprintrennen. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Dadurch, dass wir jetzt echt so hart kämpfen müssen, kann halt immer auch ein Unfall passieren, was ich natürlich nicht möchte. Great work. That's a new fastest lap of the race. Vorteil ist natürlich, mit diesem Tick mehr Flügel können wir einen Tick besser und härter bremsen. Also ich lasse den mal rankommen, aber... Caution, caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the green. Vorbei. So, Tsunoda ist raus. Eine geschenkte Position schon mal für uns. So, wie sieht es mit den Reifen aus? Ja, hinten ein bisschen mehr Abrieb, haben wir gedacht. Aber alles ist noch im Rahmen. Aber dass ich jetzt doch so gut mich nach vorne kämpfen kann, hätte ich nicht gedacht. Da hilft natürlich auch das DRS ein bisschen mit, dass wir halt 3 DRS-Zonen hier haben. Und dass ich halt gerade hier aus der letzten Kurve ultimativ gut rauskomme, in der Regel. Jetzt gerade eben habe ich es ein bisschen verkackt, aber sonst... Vielleicht der Bremser da.
Lilith Rass. Okay, der schert aus. Er fährt Kampflinie. Ist mir aber egal. Tsunoda steht da immer noch. Halt nur, dass meine Reifen bis zum Schluss durchhalten. Ich meine, wir gehen ja eh eine Runde früher rein als ursprünglich geplant. Aber das kostet natürlich jetzt schon Reifen hier, dieser Kampf, dieses Pushen da nach vorne. Wir sollten halt jetzt schon gucken, dass wir relativ fix da immer nach vorne kommen. Ja, die Bremsen da deutlich früher, nicht so hart vor allem. Bremspunkt ist vielleicht gar nicht so krass anders, aber die Bremsen bei weitem nicht so hart, weil die wahrscheinlich sonst direkt ein blockierendes Rad bekommen auf der Vorderachse, weil die einfach viel zu wenig Flügel fahren. Ich kann da halt viel härter reinbremsen. Deswegen, trotz dass ich da 3/4 Zehntel hinten dran bin zum Teil, kann ich es dann nochmal versuchen, mich nebenan zu setzen. Problem ist nur, wenn der halt einer mal richtig zuzieht, dann ja, kann ich mich nicht in Luft auflösen in dem Moment. Wenn ich mich dann entschieden habe, da so reinzubremsen, habe ich mich dazu entschieden. Wir sehen aber auch gerade unser Teamkollege Robert Schwarzmann, läuft es auch nicht so goldig. Der hat halt auch kein so gutes Quali gefahren. Ist ja auch aktuell der WM-Zweite. Also aktuell wäre jetzt der Punktverlust nicht so gewaltig, weil der Stand jetzt auch keinen Punkt holt, aber naja, ich gucke auf mich und nicht, was die Konkurrenz macht. Ja, bis auf die führenden drei ist das Feld noch gut zusammen. Jetzt mache ich hier aber keinen Angriff, da bin ich jetzt zu weit weg. Mal vielleicht ein bisschen mehr Schwung hier mitnehmen. Ja, leider kleiner Quersteher. Problem ist, dass ich halt die Hinterreifen ziemlich quäle. Es kann sein, auf Dauer könnte es mich das Momentum kosten. Gucken wir mal. Passen. Aber einerseits, so blöd wie es jetzt lief am Start, irgendwie auch geil, einfach mal so eine Herausforderung zu haben. Und sicherlich auch nicht gerade wenig unterhaltsam für dich. Aber jetzt konzentriert bleiben. Bisschen vom Gas gehen, das hat mich jetzt in Schwung gekostet, leider. Aber sonst wäre ich dem in den Diffusor gerast. Nicht gut. Das kostet jetzt leider alles Zeit. Also ich muss gucken, dass ich an Roy Nissany relativ fix jetzt irgendwie vorbeikomme. Und ich da weiter nach vorne pushen möchte. Leider immer ein bisschen quer gerade. Ja, ich bin jetzt halt auch ein bisschen in der verwirbelten Luft und da die Reifen von mir ein bisschen runtergeruppelt sind, ist das auszugleichen nicht so einfach. Okay, ich versuche mal die letzte Kurve mit richtig viel Schmackes zu fahren, vielleicht. Mal nicht vom Gas zu gehen. We're approaching the pit window. You'll be on the super softs.
Sehr gut. So, jetzt sind wir direkt dran an Robert. Oder halt mehr oder weniger direkt. Wir sind jetzt direkt dahinter. Also ich glaube, Top 10 ist auf jeden Fall drin, wenn es weiterhin so läuft mit dem nach vorne kommen. Ich denke, wenn wir dann die frischen Reifen haben, gut, die haben dann alle natürlich, aber kann ich ja noch mal ein bisschen mehr pushen. Tire condition is still looking good. Dadurch, dass ich ja so einen kleinen Undercut auch mache. Vielleicht kriege ich dadurch auch noch mal die eine oder andere Position. Auto liegt aber echt gut. Ein paar Quersteher hier und da, aber alles noch, was ich in jeden Fall managen kann. Ja, auch solche Fehler auszugleichen, sage ich mal, muss ein Weltmeister können. In der Regel sollte das halt gar nicht erst passieren, klar. Halt jetzt auch nicht direkt aufgeben. Auch wenn es mich immer noch ärgert, aber diese Wut, die wandle ich eher dann in Geschwindigkeit um. Okay, wir gehen jetzt die Runde rein. Robert auf jeden Fall schon mal, da kann er uns auch die Box nicht zufahren. Mal gucken, ob da jetzt auch noch ein paar schon jetzt reingehen. Oder ob ich der Einzige bin, der diesen Undercut wagt. Sicher gebremst. Bin auf jeden Fall der Erste, der reingeht. So, jetzt ein schneller Stopp, Jungs. Ja, 6:30, okay. So, jetzt am besten direkt eine richtig gute Outlap. Ich meine, die Supersoft sollten ja hier relativ fix auf Temperatur kommen. Oh, ich habe sogar noch DRS. Geil. Ja, nee, das soll halt nicht passieren. Komm. Komm, Feuer, Feuer, Feuer. Is coming in for his stop.
wahnsinnig undercut-mäßig hat da nichts geklappt, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht gegen die, die nochmal eine Runde länger draußen bleiben. Dass wir irgendwie an Giotto rankommen. Good job. That was the fastest lap of the race so far. So, wir sind Platz 10. Also, wir haben, wenn wir die Position halten, schon mal einen Punkt immerhin gerettet. Und jeder Punkt kann am Ende in der Weltmeisterschaft wichtig sein. Aber ich gebe natürlich noch nicht auf und ich hoffe, dass ich noch an Giotto vorbeikomme und dann vielleicht die Chance gegen Alesi habe, um noch auf Platz 8 zu kommen. Platz 8 wäre jetzt halt dann echt nochmal, nach diesem Fehler, echt nochmal der große Gewinn. Aber ja, das ist das, was ich halt schon immer wieder gesagt habe. Man macht einmal ein etwas größerer Fehler und es kann dir das ganze Rennen versauen. Dieser Fehler am Start, ja, wie weit mich das zurückgehauen hat. Tipton has just set the fastest lap of the race. Den holen wir uns jetzt. Wieso habe ich jetzt so Quersteher? Ach Mann. Einfach macht das mir nicht hier. Aber jetzt komm. Hey Leute, jetzt Feuer frei, alles nach vorne werfen, was noch geht. Keine Gnade an die Reifen. Komm, irgendwie die Lücke zu Alesi zu fahren, irgendwie. Ja, Reifen sind halt nicht mehr die besten, aber egal. Ziehen vorne so ein bisschen weg, weil die sich alle gegenseitig DRS geben. Seeing a
versuche jetzt auch gar nicht so viel groß noch zu labern. Ich lasse jetzt gerade so ein bisschen die Rennaction für sich sprechen. Schwarzmann raus. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wer rausgeflogen ist. Roberts dropped out of the race. Okay, ja, da haben wir die Antwort. Na, ja, mir fehlt ganz wenig noch bis zum DRS. Verdammt! Das wäre so wichtig gewesen. Ja, schon letzte Runde. Wenn da jetzt nicht ein Wunder passiert, dann komme ich da nicht mehr ran. Wobei, schon mal gleich gar nicht. Ach, wie bitter, ey. Wie bitter. Ja, eine Runde mehr, dann wäre vielleicht noch was gegangen. Die berühmte eine Runde mehr. Ah, schade, ey. Ja, was so ein Fehler halt ausmacht. Ich meine, der Fehler war auch heftig, ne? Also, klar, Start halt verkackt und dann halt die Kurve 1 nicht richtig bekommen. Also dann, damit ärgerlich. Wären wir am Ende eines weiteren exzellenten Rennens angelangt. Und ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich denke, das Rennen wurde durch das Reifenmanagement gewonnen. Es geht nicht nur darum, so schnell wie möglich zu fahren, sondern um Beständigkeit. Die Geschwindigkeit muss über die gesamte Renndistanz aufrechterhalten werden. Also gute Rundenzeiten bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Reifen waren der Grund für den heutigen Triumph. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung und MP Motorsport wird den Siegerpokal erhalten. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Mick Schumacher, der seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen kann. Also, Davide Valsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Schwere Entscheidung, aber ich würde sagen Daniel Tickton. Er hat das ganze Rennen über Einsatz gezeigt und es hat sich ausgezahlt. Und weiter zu den anderen Teams. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Dams, das wieder Boden in der Rangliste gut macht. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. Ja, bittere Pille. Die Pace für ganz, ganz vorne war auf jeden Fall da. Aber ja, wie gesagt, zu solchen Fehlern muss man einfach auch stehen. Da muss man dann einfach Kampfgeist zeigen, das direkt abschütteln und dann weiter nach vorne kämpfen. Ich denke mal, das ist trotzdem am Ende noch ein gutes Rennen gewesen. Dann trotzdem noch hier immerhin auf Platz 9. Und vielleicht wichtige zwei Punkte mitzunehmen. Ich meine, bitter für Robert, der halt eine Nullnummer fährt, der ja, ja, der engste Verfolger quasi noch ist, wobei der jetzt aufpassen muss, dass halt Markelov ihn nicht jetzt dann gleich schluckt und auch ja Matsushita mit dem Sieg hat jetzt mächtig aufgeholt. Also Platz 2, 3, 4 ist jetzt halt super eng. Wir haben ja ein schönes, nettes Pölsterchen, aber das kann halt ganz, ganz schnell schwinden. Solche Fehler dürfen jetzt auf Dauer nicht weiter passieren. Ich meine, nach dem Aserbaidschan-Wochenende war das natürlich bitter, wobei dort halt generell die Pace gefehlt hat. Hier ist sie da, deswegen bin ich jetzt gar nicht so
ja, enttäuscht irgendwie. Ich habe, finde ich, guten Kampfeswille gezeigt. Und deswegen, klar, es geht jetzt halt leider vom 9. ins Sprintrennen. Wäre ich jetzt halt noch auf den 8. gekommen, dann wäre es halt von Platz 1 ins Sprintrennen gegangen. Jetzt hoffe ich halt nur, dass ich bei dieser Nässe beim Sprint am Start auf jeden Fall einen besseren Start hinbekomme. Und dann weiter angreifen. Also für mich ist quasi das Rennwochenende noch nicht abgeschlossen. Ich will natürlich weiter pushen und wer weiß, vielleicht geht ja dann noch irgendwie der Sprung weiter nach vorne. Deswegen schauen wir einfach mal. Wir können uns auf jeden Fall freuen auf die nächste Ausgabe hier in der F2 2020 Karriere als Mick Schumacher. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du da wieder dabei bist. Ich lasse dich noch mit den Highlights alleine. Und ich denke, da gibt es ja einiges zu sehen. Und deswegen, ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Bis zur nächsten Folge.